Sajax Kailrings Ikat-un wuchs in Ikatia auf, einer Satrapie des Schurimanischen Reichs. Schon in seiner Kindheit erzählte ihm sein Vater Geschichten von der Heimat, die einst eine stolze, unabhängige Nation war, bevor sie unter dem Stiefel der schurimanischen Unterdrückung zermalmt worden war. Er erzählte ihm von den Kohari, den Helden, die Ikatia und dessen Magierkönig beschützten. Der Magierkönig hatte Widerstand gegen Shurimas Eroberung geleistet, doch als er im Kampf starb, folgten ihm seine Kohari-Beschützer mit einem rituellen Selbstmord in den Tod. Der schurimanische Imperator stellte die verwesenden Überreste der Kohari für alle sichtbar zur Schau. Der Magierkönig wurde sogar über den Stadttoren aufgespießt und seine Knochen dem Zerfall überlassen. Sajaks Vater hatte diesem Akt der Grausamkeit miterlebt und mit der Zeit die brennende Verachtung, die in jedem ikatianischen Herzen schwelte, an seinen Sohn weitergegeben. Und doch widmete sich Sajax, unterrichtet von Shurimas Waffenmeistern sowie den Ältesten seines Clans, dem Studium der Waffen. Nach vielen Jahrhunderten shurimanischer Herrschaft erschütterte ein Erdbeben die Küstenprovinz Sabera. Die Zerstörung enthüllte etwas, das vorher tief in der Erde verborgen war, etwas Dunkles voll großer Macht. Womöglich sogar stark genug, um Shurimas gottgleiche aufgestiegene Krieger zu überwältigen. Sajax wurde mit dem Schutz der ikatianischen Magier betraut, die diese Entdeckung gemacht hatten. Eine Entdeckung, die selbst die Wächter nur mit Mühe mit Feuerstäben in Schach halten konnten, in denen beschworenes Elementarfeuer brannte. Verstört geleitete er die Magier zum Regierungsrat, damit dieser von den Ereignissen erfuhr. Man nannte diese Macht die Lehre. Der Rat erkannte sofort das Potenzial dieser Macht, doch Jax sah nur das Verderben, das die Lehre bringen konnte. Als Meister der Waffenkunst kannte er die Gefahren um den Einsatz einer Waffe, die sie weder gänzlich verstanden noch sicher nutzen konnten. Er bedauerte, dass er die Magier auf dem Weg aus Sabera hinaus nicht umbrachte. In den nächsten Tagen würde sich dieses Bedauern nur verstärken. Der Rat war sich sicher, dass die Lehre ihre schurimanischen Gebieter besiegen konnte und krönte einen neuen Magierkönig. Die Kohari wurden wieder aufgebaut und Sajax war sogar einer der ersten, die sich ihnen anschlossen. In frühen Kämpfen trugen sie den Sieg davon. Sajax tötete sogar einen der vielgepriesenen Aufgestiegenen im Kampf und sah stolz zu, wie dessen Überreste im Siegeszug durch die befreite Stadt Baisek getragen wurden. Als das Heer der Aufgestiegenen sich Ikatia näherte, versammelten Sajax und seine Kampfbrüder sich an der Front. Während die beiden Armeen die Erde unter sich in blutroten Lehm verwandelten, war für Ikatias Magier und Priester der Zeitpunkt gekommen, die Leere zu entfesseln. Verderben überschwemmte das Land, als die Existenz der Ikatianer, Shurimaner und selbst der Aufgestiegenen ausgelöscht wurde. Die Stadtmauern brachen in sich zusammen, als die Leere Tausende in die kalte, lautlose Vergessenheit sandte. Innerhalb weniger Augenblicke war Ikatia verloren. Entschlossen, sich wie die alten Kohari in sein Schwert zu stürzen, ritt Sajax zum zerstörten Krater, in dem die Leere herbeigerufen worden war. Doch bevor er seinem Leben ein Ende setzen konnte, sah er inmitten der Trümmerlandschaft einen weggeworfenen Feuerstab, den er aus Sabera kannte. Darauf brannte immer noch das Elementarfeuer, das die Leere schädigte. Diese Flamme entzündete einen Funken in Sajax Herz. Er nahm den Stab und verließ sein ruiniertes Heimatland. In seiner Obhut dieses letzte Licht von Ikatia und die Hoffnung, die es darstellte. Voller Trauer und Scham gab Sajax Kailrings Kohari Ikat-un seinen alten Namen auf und war von diesem Tag an nur noch als Jax bekannt. Er wurde ein Wanderer, der die bekannte Welt und Orte abseits jeder Karte bereiste.
Da Jax das Elementarfeuer mit sich trug, verlängerte sich sein Leben sogar über die Erwartungen eines ohnehin langlebigen Volkes hinaus. Doch je weiter er sich von Ikatia entfernte, umso kleiner wurde die Flamme, bis sie endgültig zu verlöschen drohte. Jax verstand mit grimmiger Entschlossenheit, dass er vor seiner Vergangenheit nicht fliehen konnte. Er musste seine Pflicht erfüllen. Er musste zurückkehren und kämpfen. Die letzten überlebenden Aufgestiegenen konnten den Vorstoß der Leere aufhalten, doch die außergewöhnliche Bedrohung hatte weiterhin Bestand. Jax wandert seither nun schon seit Jahrhunderten durch die Lande, ein umherstreifender Krieger, der auf der Suche nach ausreichend starken Kämpfern ist, um die Kohari wieder aufzubauen. Obwohl er bereits unzählige Male gegen talentierte, couragierte und mächtige Wesen gekämpft hat, konnte ihn bisher keines überzeugen, dass sie gegen die aufziehende Dunkelheit in die Schlacht ziehen konnten. Ikatias Fall hat Zweifel in Jax Seele gestreut. Doch eines bleibt sicher. Wenn die letzte Schlacht bevorsteht, wird Jax sich der Leere stellen. Auch wenn er den Kampf alleine aufnehmen muss. Who wants a piece of the champ? Ha 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 ha!